Herr, meine Damen und Herren, danke, dass Sie heute hier so zahlreich erschienen sind, um sich ein bisschen was zum Thema IIoT, Industrie 4.0 oder das Industrial Internet of Things anzuhören. Erste Frage, wer hier, vielleicht mal Handzeichen, kennt IFM? Och, da kommen ja schon so ein paar Hände, das freut mich. Mich hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn nicht so viele Hände gekommen wären. Denn wir sind jetzt nicht so die ganz gängige Brand, sondern eher, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, einer der klassischen deutschen Hidden Champions. Wer ist die IFM-Gruppe? IFM ist ein Familienunternehmen, inhabergeführt in der zweiten Generation. Wir feiern nächstes Jahr unseren 50. Geburtstag, haben aktuell, das ist schon ein bisschen veraltet hier, eigentlich über 7.000 Mitarbeiter weltweit, aufgeteilt in auch mittlerweile über 70 Tochterunternehmen mit unseren Vorstandsvorsitzenden Michael Maufer und Martin Buck, die zwei Inhaber. Wir sind in 70 Ländern aktiv unterwegs, haben letztes Jahr einen Umsatz von 860 Millionen Euro verzeichnet weltweit mit über mittlerweile 165.000 Kunden. In unserem Lösungsportfolio befinden sich mittlerweile eigentlich sämtliche Produkte, Komponenten, die Ihnen, liebe Kunden der SAP, dazu verhelfen, Ihren Shopfloor zu automatisieren. Das hat angefangen 1969 mit der dritten industriellen Revolution und dem schönen induktiven Schalter. Der konnte nur an-aus und hat so bestimmte Metalllegierungen erkannt. Und mittlerweile haben wir uns ausgebreitet auch auf die ganz neuen sexy Sachen, 3D-Kameras, 3D-Sensoren. Wir bieten aber auch Lösungen an für sämtliche Prozessautomation, wenn es darum geht, Flüssigkeiten zu identifizieren, Temperaturen zu messen, etc. pp. Und das Jüngste, the new child on the block oder the new kid on the block, ist eben jetzt auch unser immer stetig weiter wachsendes Softwareportfolio. Die Branchen, in denen wir unterwegs sind, ist eigentlich jedes Unternehmen, was irgendwo in seiner Wertschöpfungskette ein physisches Produkt hat. Also alles, wo ja, produziert, physische Güter hergestellt werden. Wir unterscheiden hier ganz klar zwischen Zielmarkt OEM, die Maschinenbauer und deren Kunden, das auch, die auch wiederum unsere Endkunden dann darstellen, insbesondere wenn es darum geht, Ersatzteile zu liefern. Wie haben wir angefangen mit I4.0? Das ging schon vor ein paar Jahren los, schon lange bevor überhaupt das Thema I4.0 hochkam. Das kam ja 2012 zur Hannover Messe, wurde ja das Wort auch geboren und das Konzept geboren hier in Deutschland. Wir haben da schon ein bisschen früher mit angefangen, nämlich 2005. Und wie Sie ja jetzt mittlerweile verstanden haben, IFM bewegte sich bis dato im Shopfloor. Und wir haben uns jetzt so langsam von unten nach oben mal durchgearbeitet in der Infrastruktur, in den Systemen, in den Prozessen und in der Menschenkette in jedem Unternehmen. Und angefangen haben wir uns zu überlegen, wie kriegen wir denn die Daten überhaupt mal aus dem Sensor? Bis dato war es so, dass Sensorik ja insbesondere für die Prozesssteuerung auf dem Shopfloor verantwortlich war. Ja, automatisierte Prozessabläufe zu erwirken. Dafür wurden tatsächlich dann nur 5% der Daten genutzt, die ein Sensor erstellt. Und da haben wir uns gedacht, da sind ja noch 95% Daten, da kann man ja schon noch ein bisschen mehr hoffentlich mitmachen. Und dann war es so, dass auf dem Shopfloor ein Chaos herrschte. Physisches Chaos, Kabelchaos, Kommunikationsstandardchaos. Es war alles ja, mehr oder weniger noch analog. Es gab wenig Möglichkeit, ja, die Daten zu Informationen zu verwandeln auf einfache Art und Weise. Und so haben wir uns mit unseren Wettbewerbern zusammengesetzt 2005 und einen neuen Standard entwickelt für die digitale Shopfloor-Kommunikation. Und zwar ist das das IO-Link-Konsortium. Dem gehören mittlerweile über 220 Unternehmen weltweit an. Und das hat sich jetzt auch wirklich als globaler neuer Standard der digitalen Kommunikation auf dem Shopfloor etabliert,
die nun auch wirklich das Fundament und die Basis für IoT oder Industrial IoT-Szenarien für uns bildet und Teil unseres Stacks auch ist. Wie gesagt, da kannte man Industrie 4.0 noch nicht wirklich. Und dann haben wir uns in der IFM angefangen, damit ein bisschen konzertierter auszusetzen. Bis dato war es einfach so ein bisschen, wir machen mal und gucken mal. Und 2010 haben wir dann überlegt, wir bauen jetzt doch mal irgendwie eine gesamtheitliche Strategie. Und im gleichen Moment wurde auch den Eigentümern klar, oh, das ist was, das kann man nicht delegieren. Da müssen wir uns wirklich selber aktiv mit dran beteiligen. Da sind wir für verantwortlich, dass das erfolgreich in unserem Unternehmen umgesetzt wird. Und auch war uns klar und stehen, da steht jetzt 10 Jahre. Wir hoffen mal, in 2 Jahren sind wir so weit, wir mit dem Gröbsten durch. Es sieht gut aus. Ja, aber dramatische Änderungen. Wir mussten alles in der IFM auf den Prüfstand stellen. Die Systeme, die Prozesse, die Produkte, die wir anbieten, unseren Kunden und natürlich auch unsere Menschen. Ja, das ist in der IFM auch wie in vielen anderen Unternehmen, den meisten Unternehmen, natürlich unser wertvollstes Gut. Und unsere Menschen müssen wir mit auf diese Reise nehmen und dafür sorgen, dass sie hier auch empowered sind. Auch hier, das haben wir heute Morgen auch schon so schön gehört, da habe ich mich auch wieder gefunden. Ja, ich glaube, das kam von dir. Das Thema Strategie und Festlegen einer Strategie, das ist bei uns auch so, das ist dynamisch. Ja. Unsere Umwelt verändert sich tagtäglich, es kommen neue Konzepte raus, neue Themen. Ja, wöchentlich wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, da muss man auch erstmal bewerten, macht das für uns Sinn? Ja, ohne jetzt irgendwas abwerten zu wollen, aber macht das für uns in unserem Kontext, in unserer Realität, in unserem Mikrokosmos Sinn? Und demzufolge agieren wir hier auch sehr dynamisch. Dann mussten wir erstmal bei uns zu Hause aufräumen. Ja, denn bevor wir, wie ich eben sagte, unseren Kunden als digitaler Lösungsanbieter selbstbewusst gegenübertreten wollen und als auch wertvoller Sparringspartner in diesen Fragen, müssen wir uns erstmal selber digitalisieren. Und so haben wir uns 2013 auf die sehr schmerzhafte Reise in die SAP-Welt gemacht. Das kulminierte dann in einem sehr, sehr schmerzvollen Go-Live. Da waren wir klassisch mit ERP, APO und EWM in einem Big Bang Approach unterwegs. Und der hat richtig gebangt, der hat schon ein bisschen geknallt. Und da haben wir dann auch, wir waren anfanglich ein bisschen naiv, ach, das kriegen wir nebenher alles so hin, gar kein Problem. Haben wir dann ein bisschen auch reevaluieren müssen, denn eins darf nie passieren. Das, was zu Hause passiert, darf nicht das negativ beeinflussen, was draußen passiert, nämlich unser Kundengeschäft. Und deswegen sind wir jetzt hier auch nach wie vor schrittweise sehr sorgfältig und sehr vorsichtig unterwegs. Wir sind aktuell gerade dabei, auf HANA umzustellen, erstmal nur die Datenbanken zu switchen und nächstes Jahr kommt dann S4 dazu. Ebenso musste auch mal ein vernünftiges CRM her. Da haben wir uns leider nicht für SAP entschieden. Ich entschuldige mich hiermit. Vorher waren wir begeisterter Lotus Notes User. Ich war ja so ein bisschen geschockt, denn Lotus Notes jetzt als CRM-System zu bezeichnen, war etwas sehr abenteuerlich. Aber okay, fair enough. Und dann sagt mein Chef immer so schön, ja, ist ja wunderbar, dann haben wir digitale Systeme und digitale Prozesse, wenn wir bei mir noch analoge Menschen. Ja, und da mussten wir eben auch hergehen und unser Wissen im Unternehmen sammeln und auch wieder verteilen lernen und die Art der Verteilung auch digitalisieren. Und das Wissen, was im gesamten Unternehmen zur Verfügung steht, jedem einzelnen Mitarbeiter, ortsunabhängig, zeitunabhängig auch zur Verfügung stellen zu können. Und bei allem, was die IFM treibt, ist es zu gucken, wie können wir neue Geschäftsideen hier bauen. Ganz, ganz wichtig jetzt auch in Bezug auf unsere Produkte, mit denen wir an den Markt gehen, ist Stabilität, Qualität und Zuverlässigkeit. Und auch in unseren durchgängigen Lösungen ist das ganz, ganz kritisch.
Das ist so ein bisschen schwierig, den Kollegen, die aus der Hardware kommen, zu erklären, wie Software funktioniert. Denn bei uns heißt, ein Produkt am Markt können wir erst anbieten, wenn das auf Lager liegt. Fertig produziert, fertig feldgetestet, fertig stressgetestet, ja, komplett bepreist. Der Kunde muss eigentlich nur noch die Order schreiben und er kriegt sofort geliefert, auch wenn er will, innerhalb von 24 Stunden. Das ist natürlich in der Softwarewelt so ein bisschen anders und da sind wir auch gerade noch dabei, auch wir insbesondere in der TIS-Gruppe, unsere lieben Kollegen aus der Hardwarewelt da so ein bisschen mit auf diese Reise auch zu nehmen und gemeinsam zu lernen, vor allem, ganz wichtig. Als strategische Schwerpunkte in unserem Produktportfolio, neue Bereiche haben wir für uns identifiziert, den Geschäftsbereich Robotics. Und hier eben insbesondere das Thema dreidimensionales Sehen mit den Anhängseln Mixed Reality und Augmented Reality sowie auch Virtual Reality. Hier haben wir angefangen, unsere Kompetenzen zu erweitern bereits im Jahr 2003 mit dem entsprechenden Zukauf von Kompetenzen. Denn bei allen neuen Themen hat die IFM auch sehr schnell realisiert, da haben wir nicht die Kernkompetenz drin, das ist nicht unsere Stärke. Shopfloor können wir, Hardware können wir, aber alles, was da drüber kommt, das müssen wir selber lernen. Und man hat ja immer zwei Möglichkeiten, Kompetenzen zu erweitern. Entweder organisch, das alles sehr mühsam, Mensch für Mensch, Step für Step, sich selber zu erarbeiten, oder man geht halt an den Markt und kauft zu. Und für Letzteres hat sich dann auch mein Chef letztendlich entschieden. Angefangen mit dem Zukauf der PMD, dann ging es 2012 weiter, Konzentration, Fokus, Digitalisierung, Shopfloor, auch wieder anfangen von unten, die sensornahe Software, die Auswertung von Sensordaten ermöglicht. Haben wir auch eine deutsche Firma aufgekauft, die sich genau darauf spezialisierte, damals auch mit einer großen MES-Kompetenz, was eben halt die Shopfloor- oder produktionsprozessnahe Softwarewelt ja damals auch war. Und dann ging es weiter mit 2015 den Zukäufen der GEB und der Quosit. Das sind jetzt auch alles Tochterunternehmen innerhalb der TIS-Gruppe. Hier der große Fokus auf Prozess, Know-how und Kompetenzen mit dem Schwerpunkt SAP. GEB ist seit 25 Jahren ein SAP-Partner und die Quosit fokussiert sich auf Managed Services, Infrastruktur und nun auch eben das Thema Cloud, auch zusammen mit SAP. Eigentlich müsste das 2016 bis 2018 heißen. Ich habe das mal hier zusammengefasst. Im Interesse der Zeit haben wir die TIS gegründet, denn mein Chef, das kommt auch nachher noch mal im Fazit, sagt immer ganz gerne, große Unternehmen neigen dazu, Ideen so lange zu umarmen, bis sie tot sind. Und deswegen ist er immer ein ganz großer Fan davon gewesen, neue Ideen außerhalb des Unternehmens zu entwickeln. Und so haben wir damals auch die TISC AG gegründet. Es war damals eine Mehrheitsbeteiligung der IFM, aber wir waren erstmal so ein Stück weit aus dem Konzern rausgeklammert und konnten uns selber ein bisschen inkubieren. Haben dann noch eine weitere Firma in den USA dazu gekauft, die Love Park Robotics, um das Thema Robotics auch nochmal konzertierter angehen zu können. Die Kollegen kümmern sich um Kontextualisierungssoftware für 3D-Kameras. Und jetzt der letzte Zukauf, aber nein, der aktuellste, definitiv nicht der letzte Zukauf, ist noch weitere Softwareentwicklungskompetenz aus Deutschland. Warum machen wir das Ganze? Was ist bei uns die Philosophie in der IFM dahinter? Wir reden ja alle immer von Industrie 4.0, der vierten industriellen Revolution. Wir haben das für uns aber ein bisschen umdefiniert, weil wir auch merken, dass da doch immer die Blockaden sind in unseren Kunden, ob das nun in den Menschen ist oder in den Unternehmen oder in den Systemen oder den Prozessen, egal. Deswegen gehen wir hier ein bisschen sanfter vor und sagen, wir unterstützen die vierte industrielle Evolution.
Wir machen unsere Kunden ready und wenn sie dann soweit sind, dann können wir den Schalter flippen. Für uns in der IFM steht auch der Mensch im Mittelpunkt. Als Automatisierungsunternehmen wurde uns immer schon seit 1969 vorgeworfen, ihr nehmt Menschen Arbeitsplätze weg. Da zitieren wir immer gerne das Beispiel der Automobilindustrie. Wenn man die Entwicklung der Automobilindustrie der letzten jetzt fast 50 Jahre sich anguckt, da sind nicht so viele Arbeitsplätze weggefallen. Nichtsdestotrotz sind wir der festen Überzeugung, dass der Mensch am Ende der Nahrungskette steht, stand und auch stehen bleiben muss. Natürlich werden uns Maschinen viele Entscheidungen erleichtern und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, uns mit viel mehr und besseren Informationen füttern können, damit wir bessere Entscheidungen treffen können. Aber nur wir Menschen sind in der Lage, Wertigkeit in Entscheidungen langfristig auch noch zu verankern. Wir haben das Thema Netzwerke ganz oft auch schon gehört die letzten Tage. Für uns ist es auch ganz, ganz wichtig, in unternehmensübergreifenden partnerschaftlichen Netzwerken zu denken und zu agieren. Und in allem, was wir tun, verankert sich das Kürzel CLUI. Context-based, location-based, user-based, information. Wir wollen den Playern im Netzwerk, Mensch oder Maschine, ist egal, im richtigen Kontext, am richtigen Ort, dem richtigen User, Mensch oder Maschine, die richtige Information geben. Informationen versus Daten. Ich bin Mensch, ich kann mit Daten nichts anfangen. 0 und 1, was soll ich damit? Ja, ich brauche Informationen, die ich vernünftig in meinem Kontext verarbeiten kann, um in meinem Kontext bessere Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Das ist unser Kit, Stand heute, aktuell, modular aufgebaut, auf Plattformen flexibel nutzbar. Wir sind mit SAP in der Partnerschaft, was das Cloud-Angebot angeht. Wir funktionieren auch auf Azure. In einem Business-Kontext ist für uns ganz, ganz wichtig das Thema World-Class Manufacturing. Was ist World-Class Manufacturing? Das ist jetzt auch nichts Neues, keine Revolution. Wir sagen immer ganz gerne, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Und zwar wurde dieses gesamtheitliche Programmkonzept von einem Professor Yamashina zusammen mit dem FCA Fiat Chrysler Automotive Konzern entwickelt. Und der hat so die ganzen gängigen Konzepte, die man so kennt, Kaizen und Lean und Total Quality Management etc. zusammengewürfelt und nicht nur auf Einzelbereiche im Unternehmen angewandt, sondern sich das Unternehmen in Gänze angeschaut. Und so hat er 10 Unternehmensbereiche definiert, für die es jeweils ein 7-stufiges Programm gibt. Ich habe hier das Beispiel der Instandhaltung mal herausgepickt, die es zu erreichen gilt, damit man World Class in diesem Unternehmensbereich dann ist. Was heißt das? Am Beispiel der Instandhaltung ist es eine schrittweise Professionalisierung im Bereich der Instandhaltung. Jeder Step in diesem Programm ist ein Einzelprojekt mit festgelegten Projektarbeitsschritten und KPIs, Zielen, die erreicht werden müssen. Jeder Schritt wird von einem Audit finalisiert und erst wenn der Auditor sagt, ja, du hast das erfolgreich abgeschlossen, darf man als Teilnehmer in diesem Projekt, als Unternehmensbereich in den nächsten Level. Und da hängen Karrieren dran bei FCA. Also das ist schon so ein persönlicher Treiber. Man will gerne World Class sein. Und was ganz besonders sexy ist jetzt auch für uns IFM, um World Class zu erreichen, die oberste Stufe, muss man IIoT realisieren. Das heißt, man muss die Sensoren ins ERP andocken. Und das machen wir tatsächlich gerade in Turin bei FCA mit unseren Freunden bei Iveco. Hier noch ein kurzer Überblick
zu dem Programm bei FCA. Fiat Chrysler, ich denke mal, zumindest die Marken im Konzern sind den meisten von Ihnen ein Begriff. Es ist auch ein großer weltweiter Konzern mittlerweile. Das Programm läuft schon seit über 10 Jahren bei FCA. Was aber interessant ist, das ist nicht nur ein FCA-Programm. Mittlerweile machen dieses Programm über 1000 Werke und über 600 Unternehmen. Und nicht nur Automobilkonzerne, sondern das hat sich auch beispielsweise im Food- and Beverage-Bereich sehr stark etabliert, um eben konzertiert das Thema industrielle Digitalisierung anzugehen. Wir haben noch einen kleinen Film vorbereitet und dann steigen wir mal in die Demo ein, die wir Ihnen zeigen wollten. Der Weg von bestehenden Produktionsanlagen zur Industrie 4.0 ist ein schrittweiser und individueller Wandlungsprozess. Gemeinsam haben Iveco und IFM diesen Prozess gestaltet und in der Hauptlinie der Transporterproduktion bereits umgesetzt. Für eine kontinuierliche Verbesserung sind wir immer auf der Suche nach neuen Technologien, um die Effizienz und Produktivität zu steigern. Wir haben beschlossen, eine zustandsorientierte Wartung in der wichtigsten Linie des Karosseriewerks einzuführen, da alle Varianten vom Transporter dort produziert werden. Für Iveco ist IFM der richtige Partner für die Umsetzung dieser 360-Grad-Aufgabe. Der gemeinsame Weg zur Industrie 4.0 startete mit einer intensiven Analyse aller Prozesse. In dieser Produktionslinie werden zunächst die Seitenteile an die Bodengruppe geführt. Danach werden die Querstreben angebracht und anschließend das Dach aufgesetzt. Die Transporte zu den Schweißstationen erfolgen vollautomatisch. Anschließend gehen die verschiedenen Rohkarosserievarianten in die Weiterverarbeitung. Alle installierten Sensoren helfen dem Wartungspersonal, den Verschleißzustand jeder Komponente in Echtzeit zu erkennen und eventuell notwendige Wartungsmaßnahmen einzuleiten, bevor ein echter Schaden auftritt. Was die Instandhaltung betrifft, sind wir von einer zyklusbasierten Wartung zu einer zustandsorientierten Wartung mit einer erheblichen Kosteneinsparung übergegangen. IFM hat für Iveco ein System im laufenden Betrieb installiert. Zahlreiche Schwingungssensoren überwachen die Verschleißzustände der Anlagenkomponenten. Druckluft, Strömung und Temperatur werden mittels IO-Link-Sensoren erfasst. All diese gemessenen Daten gelangen über Diagnose-Elektroniken bzw. IO-Link-Master zum Smart Observer und werden dort ausgewertet und visualisiert. Die IFM-Software Smart Observer überwacht und verwaltet die Messdaten aller Sensoren. Die Darstellungsmöglichkeiten der Parameter zeigen ein transparentes Abbild der kompletten Produktionsanlage. Jedes Ereignis ist exakt abzulesen. Meldungen wie Voralarme oder Alarme sendet das System per E-Mail. Wir können den Sensor im Server sehen und kalibrieren. Bei einem Austausch ist eine Programmierung nicht mehr erforderlich. Dank dieser Zusammenarbeit mit IFM ist Iveco bestens für Industrie 4.0 gerüstet. IFM, close to you. So, herzlich willkommen. Mein Name, bitte. Ich habe noch gar nichts gemacht und kriege schon den ersten Applaus. Das gefällt mir. Mein Name ist Björn Dunkel, ich verantworte im IFM-Konzern das SAP-Software-Geschäft und wir hatten eigentlich für heute geplant, dass der Produktionsleiter des Iveco-Werkes aus Turin, der Herr Lavesato, Ihnen einen Einblick über die Funktionalitäten, die wir da erarbeitet haben, gibt. Der nette Kollege hat sich am Sonntag krank gemeldet und so haben wir jetzt innerhalb von einer relativ kurzen Zeit die Aufgabe übernommen, Ihnen dieses Projekt ein Stück weit vorzustellen und haben uns überlegt, dafür in eine Art Rollenspiel einzugehen. Ich werde also den Produktionsleiter dementsprechend spielen und mein Kollege, der Herr Betz, wird die Aufgabe übernehmen und die Rolle übernehmen des Instandhaltungsleiters. Und so würde ich jetzt einfach in die Präsentation eingehen. Ich wechsle die Rollen und bin mit einem Schritt nach vorne jetzt der Produktionsleiter des Produktionswerkes in Turin.
Wir haben das World-Class-Manufacturing-Modell gesehen und wir haben im Konzern die Aufgabe, stetig uns selber zu überprüfen und dafür Sorge zu tragen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Es gibt unter den 150 Werken ein stetiges Battle, wer die nächste Stufe im World-Class-Manufacturing-Reifeprozess dementsprechend für sich erklimmen kann. Und ich als Produktionsleiter habe natürlich die Aufgabe, unser Turiner Werk da besonders gut aussehen lassen. Wie jedes Reifegradmodell ist natürlich auch das World-Class-Manufacturing abhängig davon, dass ich mir Ziele setze und dass ich diese Ziele auch monitore. Am Ende eben über Kennzahlen, die ich aus dem führenden SAP-System ableite, festzustellen, ob die Maßnahmen, die ich zur Optimierung innerhalb meiner Produktion habe einfließen lassen, tatsächlich auch den gewünschten Effekt dementsprechend erzielt haben. Diese Kennzahlen, die wir dort definiert haben, werden also aus dem SAP-System, ich sag mal, aus den Stammdaten des SAP-Systems herausgezogen und mit einer integrierten Lösung, also in SAP-integrierten Lösung, dargestellt. Wir nutzen dafür den KPI-Tower der GIB und das würde ich Ihnen jetzt hier an dieser Stelle ganz gerne in der Live-Demo mal zeigen, wie sich das anfasst. Wir haben hier verschiedene Kennzahlen. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Energie da reingesteckt im Umfeld des Leistungsgrades und im Umfeld des Qualitätsgrades zu optimieren und haben, als wir uns das erste Mal den OEE angeguckt haben, festgestellt, dass wir trotz eines, ich sag mal, sehr intensiven Optimierungsprojektes im Vorfeld im OEE noch nicht bei 60% im Mix über das ganze Werk waren. Die Analysen, die wir da gefahren haben, haben ergeben, dass das zum einen dazu beigetragen hat, dass wir zum Teil nicht die richtigen Komponenten und Artikel an den fertigenden Maschinen hatten, die dort zu bearbeiten waren. Also ein logistisches, dispositives Problem. Und ein anderes Problem war eben, dass wir festgestellt haben, dass wir trotz einer nahezu 100%igen Auslastung in einem Dreischichtverfahren von den Zeiten, die wir in die Produktion gegeben haben, viele ungeplante Stillstandzeiten dadurch eingezogen sind, dass wir Maschinenausfälle hatten. Trotz, dass wir eine sehr fähige Instandhaltung hatten. Das Problem war eben am Ende, dass die Instandhaltung, wie wir es vorhin auch gesehen haben, in den letzten Jahren immer in Intervallen gedacht und gearbeitet hat. Das heißt, eigentlich hatte jede Maschine einen Kalender, in dem Kalender stand drinne, alle 3 Monate eine vorbeugende Instandhaltung durchzuführen. Diese vorbeugende Instandhaltung wurde dementsprechend eingeplant. Damit ist die Maschine aus meiner produktiven Zeit herausgenommen worden. Und das nächste Problem, was wir hatten, dass in dem Moment, wo die eine Maschine rausgenommen ist, zum Teil eine andere Maschine, die kalendarisch noch überhaupt gar nicht in die Wartung eingedacht war, ausgefallen ist, weil es einen unplanmäßigen Ausfall der Maschine gab. Und das hatte natürlich doppelte Reaktion, weil mir gleich 2 Maschinen in der Produktion fehlten und dadurch tatsächlich der OE runtergezogen worden ist. Aktuell können wir uns den OE hier dementsprechend in dem KPI-Tower mal anschauen und wir sehen, die roten Zeilen in dem Wasserfallmodell sind im Prinzip das, was noch tatsächlich durch Ausfälle, die wir nicht geplant haben, heute die Produktivität ein bisschen runterzieht. In Summe, wenn ich es nochmal klein mache, sehen wir aber, dass wir bei fast 80% sind und das ist bei einem ehrlich gerechneten KPI für den OEE natürlich sehr angenehm. Wir haben in diesem Launchpad natürlich weitere Informationen. Wir sehen auch hier mit den 3,5%, wir haben in der Logistik optimiert, sprich wir haben heute auch da über verschiedene Module dafür Sorge getragen, dass wir die nötigen Artikel, die wir in der Produktion an den Maschinen brauchen, dann auch tatsächlich da hatten. Und wie Sie weiter sehen, ja, dieser KPI-Tower hat dann natürlich die Möglichkeit, die verschiedensten KPIs für uns zu realisieren. Das nächste, was wir vorhaben, ist, dass die Instandhalter, beziehungsweise, Entschuldigung, meine Kollegen aus der Produktion, versorgt werden über iWatches mit den relevanten Informationen, die im Kontext ihren Teilbereiches im Prinzip relevant sind und die Transparenz liefern, um aussagefähig zu sein und dementsprechend sich auch weiter zu optimieren. Aktuell arbeiten wir noch mit unseren Launchpads an den iPads.
Nachdem wir also festgestellt haben, dass die Instandhaltung mit ein Trigger war dafür, dass der OEE relativ, tief abgesunken war, haben wir mit der Instandhaltung ein Projekt aufgezogen zur Optimierung und zum Umswitchen einer intervallbasierten Wartung in die, Zustandsorientierte Wartung, dankeschön. Sprich, wir haben IFM-Sensorik verbaut und wir haben ein Shopfloor-Monitoring aufgesetzt, was uns befähigte, ähnlich wie vorhin beschrieben, den Krankheitszustand oder den Gesundheitszustand der Maschine abzugreifen und die Daten aus der Sensorik vorzupuffern in einem Modell, was wir so modellieren können, dass immer dann, wenn Schwellwerte erreicht werden in Form von Temperaturen, in Drücken oder bei Schwingungen, die außerhalb einer Toleranz sich bewegen, festzustellen, dass eine Maschine anfängt zu erkranken und dementsprechend vorbeugend in die Instandhaltung eintreten konnten. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir maximal noch eine Maschine aus dem Leben nehmen mussten, aus der Produktion, und nicht quasi vorbeugend gleich noch eine andere dazu. Und wie sich das Ganze anfasst, da würde ich jetzt meinen Kollegen bitten, in die Rolle des Instandhalters zu schlüpfen und einfach mal zu zeigen, wie sich die Geschichte da in dem Smart Observer darstellt und eben auch in dem Feinplanungstool Dispo Cockpit Planning, wo es darum geht, die Kapazität, die ja im Prinzip über die Aufträge schon verplant ist, die jetzt korreliert mit den Instandhaltungsaufträgen, das wieder in Einklang zu bringen. Also jetzt sehen Sie bekannte Oberflächen, dann sind wir nämlich wieder im SAP. Genau. Buongiorno, würde man jetzt sagen, aber genau diesen Part will ich gerne übernehmen. Ich als Instandhaltungsleiter, ich habe in der Vergangenheit natürlich teilweise über Jahrzehnte auf eine Art und Weise gearbeitet, die ganz anders war als so, wie wir das uns heute sozusagen antun. Wir haben viel Feuerwehr gespielt, um ehrlich zu sein. Wir haben häufig reaktiv gehandelt, oder wenn wir dann eben nicht reaktiv gehandelt haben, dann haben wir eben stark vorbeugend gehandelt. Das führt aber in der Regel dazu, dass man viel zu viel wartet, zu früh wartet. Das ist gut, weil man auf Nummer sicher geht, ist aber auch sehr teuer. Ein zweiter Punkt ist, wenn ich vorbeugend intervallmäßig warte, dann laufe ich trotzdem immer ins Risiko, sozusagen doch vor der Zeit den Ausfall zu haben. Durchs Work-Life Manufacturing ist da ein ganz anderer Wind durch den Laden geweht, sage ich mal vorsichtig, weil natürlich jetzt auf einmal Dinge sichtbar wurden. Dinge wurden messbar und eben in der WCM-Säule Professional Maintenance sind wir da regelrecht dann ins Gebet genommen worden und haben dann überlegt, wie gehen wir da vor, und haben natürlich entsprechend da handeln müssen und haben dann auch gehandelt und sind da an der Stelle eben sehr gut an den vorwärts gekommen. Also ein wichtiger Punkt ist natürlich Transparenz schaffen. Ich habe jetzt das mal hier sozusagen mal aufgezeichnet mitgebracht. Das ist ein Video aus einem Referenzlauf in Mia Fiori, dort wo sozusagen auch Werkzeugmaschinen stehen, wo eben Referenzläufe passieren, um Werkzeugmaschinen zu kalibrieren. Und hier kann man eben schön sehen, innerhalb des Referenzlaufs tracken wir neben dem dauerhaften Monitoring, aber eben auch gerade insbesondere in den Referenzläufen, tracken wir dann eben den Zustand der Maschinen und wir können dann eben sehr gut sagen, wie geht es der Maschine tatsächlich. Und jetzt können wir hier eben sehen, dass wir hier eine Grenzwertüberschreitung haben. Die wird dann auch direkt alarmiert. Das ist hier innerhalb des Smart Observers ein sehr einfaches Ticketing-System, wo wir dann eben sehen können, einfach auch schon mal lokal, dort wo wir arbeiten, in unseren Instandhaltungsbuden im Werk, eben dann eben sehen können, wo sozusagen jetzt der Schuh drückt. Da können wir dann überall hinschauen. Das ist gerade bei Fiat Chrysler ein wichtiger Aspekt, weil wenn wir da zum Beispiel in den Getriebebau mal reingehen, in Mia Fiori, ist ein Stadtteil von Turin, das sieht man dann schon auch am Ende der Halle so leicht, die Erdkrümmung. Und das sind dann auch schon mal sozusagen Skalen, wo man dann entsprechend ein gutes Gefühl dafür bekommt, was es auch bedeutet, sowas zu skalieren. Jetzt sehen wir hier eben das Ticket und das ist direkt sozusagen auch übernommen worden. Ich breche das jetzt hier an der Stelle mal ab und zeige Ihnen sozusagen jetzt mal, wie wir das weiterverarbeiten, weil wir machen die Instandhaltung komplett in SAP PM. Das heißt, als Zwischenpuffer zwischen der eigentlichen Shopfloor-Ebene und dem SAP-System ist der Smart Observer
fungiert ein Stück weit wie ein Flugschreiber, nimmt die Daten, die von der Sensorik kommen, auf, genau. Erkennt Anomalitäten und anhand eines modellierten Modells würden immer nur dann die Informationen ans SAP-System weitergeleitet, wenn sie für einen Folgeprozess im SAP-System auch relevant sind. Wir haben vorhin gehört, wie viele Daten so ein Sensor im Millisekundentakt liefert. Da wäre auch anschließend eine HANA-Datenbank sehr schnell im Prinzip nicht mehr fähig mit umzugehen. Und hier puffern wir quasi die Daten für ein gewisses Zeitfenster, sollte innerhalb von 30 Minuten nichts passiert sein, was einen Folgeprozess anstößt, können die Daten entweder abgespeichert werden in einem anderen Medium oder verpuffen einfach. Und erst in dem Moment, wo tatsächlich relevante Informationen vorliegen, werden die im Prinzip 1:1 über die Shopfloor-Integration weitergereicht und Folgeprozesse im SAP angestoßen. Genau. Wie gesagt, ich zeige Ihnen jetzt mal ein Stück weit mal in der Vergangenheit, wie sowas dann eben aussieht an der Stelle. Da gucke ich mal, dass ich hier entsprechend einen erwische, wo man jetzt halt auch mal sehen kann, wie sieht sowas aus. Das ist jetzt mal eine enge Auswahl von solchen Alarmen, die jetzt im SAP-System angekommen sind. Wir können jetzt hier schon sehen, wann ist das passiert. Wir können sehen, von wem wurde das bereits bearbeitet, auf welche Objektstrukturen im SAP-System wird das angewendet. Technische Plätze, Equipments, welche sind davon betroffen. Wir tracken natürlich automatisch mit, welche Grenzwerte waren hinterlegt, wie sind die gerissen worden und können dann letzten Endes dahinter auch ganz einfach über Konfigurationen sagen, was soll denn jetzt passieren als Folgeprozess innerhalb meines SAP-Systems, meiner bereits etablierten Prozesse, die ich ja auch nicht unbedingt aufgrund von IoT oder IIoT-Infrastrukturen alle auf den Kopf stellen möchte. Und dort haben wir eben genau den Punkt, dass wir hier Instandhaltungsaufträge anlegen, vollautomatisiert für diese entsprechenden Equipments und eben auch die Meldungen entsprechend automatisch ausfüllen. Etwas, was wir in der Instandhaltung, um ehrlich zu sein, gehasst haben. Weil wir wollen natürlich unsere Kompetenz ausspielen und wir sind nicht diejenigen, die unbedingt den ganzen Tag eben gerne in diesem System unterwegs sind. Und jetzt ist es eben so, dass die Maschine selber mitteilt, dass es ihr nicht gut geht und selber sozusagen ihre Meldung und ihren Auftrag im System anlegt. Das ist natürlich dann nur die halbe Miete, weil jetzt weiß ich ja das, was akut passiert und jetzt muss ich es ja letzten Endes eigentlich auch einplanen. Und das ist natürlich ein ewiger Zankapfel, schon immer gewesen. Wann kriege ich meine Maschine für die Instandhaltung jetzt frei? Wie kollidiert das jetzt eben mit der entsprechenden Planung? Und da haben wir auch an der Stelle den Standard so erweitert. Da habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Modifikationsfrei. Wo wir jetzt eben genau an der Stelle ganz komfortabel eine gemeinsame Plantafel haben, wo wir sagen können, wir können auf der einen Seite die Instandhaltungsarbeitsplätze planen, das sehen Sie hier auf der linken Seite, und auf der rechten Seite haben wir die Fertigungsfeinplanung. Und wenn ich jetzt eben hier so einen akuten Auftrag habe, mit dem entsprechenden Vorgang hier, sodass ich da eben auf der Anlage wieder präzise weiter fertigen kann, dann kann ich mir hier in der Instandhaltung einen freien Slot suchen. Sagen wir mal, das machen wir heute mal dringend oder spätestens morgen früh, legen wir den hier mal rein, sichern das Ganze und können dann eben entsprechend hier auf der rechten Seite sehen, dass jetzt hier in der Feinplanung vollautomatisch sozusagen diese Ausfallzeit oder diese Nichtverfügbarkeit damit eingeplant worden sind. Die Produktionsplan hat sich automatisch drumherum geplant und wir machen das dann in der Regel so, dass ich natürlich mich mit meinem Produktionsleiter da abspreche. Da bitte ich. Weil natürlich, ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn ich als Instandhaltungsleiter anfange, die Produktion umzuplanen? Aber wenn wir uns dann geeinigt haben, und das geht ja innerhalb von Minuten, dann sind wir da an der Stelle eben sehr flexibel. Die Transparenz, die wir hier haben, ist eben sehr schön. Dieser Instandhaltungsauftrag kann jetzt schon durch den Instandhalter und sein Team so eingeplant werden, dass ich gegebenenfalls den bestmöglichen Zeitpunkt in der Produktion erfasse, wo ein Auftrag den anderen folgt und ich vielleicht sowieso einen Stillstand an der Maschine habe, weil ich Rüstzeiten zu beachten habe. Und somit wird aus einem ungeplanten Ausfall von 60 Minuten, vielleicht in der Tat nur noch eine Viertelstunde, weil die 45 Minuten Rüsten hatte ich an der Maschine sowieso. Genau. Und jetzt haben wir es eben gut geplant. Geplant ist halb gearbeitet, aber eben nur halb gearbeitet, weil ich meine, spätestens seit gestern Abend wissen wir, wichtig ist auf dem Platz. Und deshalb müssen wir jetzt eben gucken,
dass wir das eben auch entsprechend gut operativ umgesetzt kriegen. Weil nur weil wir jetzt vielleicht die Zeiten zwischen den Ausfällen jetzt strecken können, deutlich zustandsorientierter unterwegs sind, die Strategie komplett gewechselt haben, heißt es noch lange nicht, dass die Mitarbeiter vor Ort, wenn dann Arbeit anliegt, auch schnell und effizient sozusagen auch dann dafür sorgen können, dass möglichst zügig dieser Arbeitsplatz auch wieder verfügbar ist. Und da haben wir auch in dem Bereich jetzt was investiert und haben gesagt, wir wollen eben unsere Jungs und unsere Mädels unten in der Instandhaltungsabteilung mit unterstützen. Und das zeigt Ihnen aber dann unsere Mitarbeiterin Inge Instandhaltung dann am besten einfach selbst. Das ist viel besser, als wenn ich Ihnen jetzt das theoretisch erkläre. Da drüben an unserem Hydraulikaggregat, das ist ein ganz wichtiges Aggregat, das ist ein Stück Infrastruktur bei uns. Wenn das ausfällt, stehen 7 bis 10 Werkzeugmaschinen zum Beispiel still. Das ist auch ganz wichtig, um generell auch Schweißroboter hydraulisch entsprechend gut zu versorgen, sonst kriegen wir die Präzision nicht hin. Das konditioniert uns sozusagen unser Hydrauliköl und das Ding müssen wir echt im Griff haben. Und wir haben auch gerade durch die Transparenz, die wir hier hergestellt haben im Condition Monitoring, haben wir überhaupt erst rausfinden können, dass genau hier an der Stelle eigentlich immer das Problem war. Da sind Werkzeugmaschinen stehen geblieben, die hatten gar kein Problem, sondern die waren eben durch das zentralisierte Hydrauliksystem entsprechend betroffen. Und das war auch nochmal eine ganz interessante Qualität. Und dann übergebe ich natürlich gerne an Inge, die uns das dann mal zeigen kann. Danke. Inge Instandhalterin ist Handwerkerin, hat so gar keinen Bock, irgendwas an einem PC-Terminal zu machen. Und früher war es dann halt schon so, dass man auch dann im Shopfloor zum PC-Terminal rennen musste und gucken müsste, was waren jetzt da für Instandhaltungsaufträge, um welche Maschinen handelt es sich, wo muss ich hin. Wir haben eben gehört, bei FCA sieht man auch mal ganz gerne die Erdkrümmung im Shopfloor, wo steht die Maschine, die ich jetzt warten muss. Das kostet alles so ein bisschen Zeit. Deswegen ist jetzt Inge Instandhalterin total Fan, dass man ihr einen tragbaren Device gegeben hatte. Hier ist jetzt ein Tablet. iPad. Ja. Genau. Wir haben jetzt hier auch eine weitere App mit ein paar Mixed Reality, Augmented Reality Sachen auch drin. Und Inge ist jetzt in der Kaffeepause und hat von ihrem Chef gehört, du musst da mal beigucken, da stimmt irgendwas nicht. Und dann überlegt sie sich ja, ich gehe gleich mal zur Maschine, aber ich kann mich ja vorab schon mal informieren, um was es sich handelt. Und dann holt sie sich einfach die AR von der Maschine, von diesem Hydraulikobjekt mal kurz vor sich hin. Und dann guckt sie sich an. Chef hat schon gesagt, das ist am Motor, ist das Problem. Dann kann sie sich hier den Motor auch mal explodieren lassen und sieht schon da, oh ja, der Sensor ist rot. Das ist unser Vibrationssensor am Motor, der Hydraulik, da muss ich jetzt gleich mal beigucken. So, dann geht sie wieder zurück zur Arbeit, hat den Kaffee aufgetrunken, ist wieder frisch, ist wieder fit und kommt jetzt an die Maschine. Und jetzt brauchst du ja noch ein bisschen mehr Informationen zu der Maschine. Das war dann früher irgendwie damit verbunden, dass man hier an dem Gerät sich die Sensoren angucken musste. Ja, was sind da für Werte, die da gerade eingespeist werden? Dann vielleicht noch eine Bedienungsanleitung zur Maschine per se sich auch nochmal zusammensuchen musste. Und das hat auch alles wieder sehr viel Zeit gekostet. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, in der Mixed Reality diese Daten auf das Bild direkt einzuspielen. Und hier sehen wir, dass die Prozesswerte mir angezeigt werden über die verschiedenen Sensoren, die über unsere Mixed Reality hier eingespielt werden. Und ich kann mir jetzt auch noch mehr Informationen holen, nämlich genau zu dieser Vibration, die ich mir eben angeschaut hatte, die mir irgendwie ein Warnsignal schon vorab gegeben hat. Und hier kann ich jetzt abspringen in noch mehr Informationen in unsere Fiori-App. Da funktioniert Single Sign On noch nicht. Kleiner Seitenhieb. Da muss ich mich nochmal einwählen, aber wir sind ja auch alle Fan von Datensicherheit und so, deswegen, ne, alles gut.
So, und da habe ich jetzt hier direkt im Zugriff Context-Based, Location-Based, User-Based Information, mit der ich auch was anfangen kann. Und zwar zum einen die ganzen OEE-Daten, wenn ich jetzt auf meine Pumpe gehe, da sehe ich jetzt hier aktuelle Durchschnittszeit für die Reparatur sind 6 Stunden. Die Maschine läuft über 1600 Stunden, bis sie wieder irgendwie repariert werden muss. Ich kann mir sogar angucken, auf dem Zeitstrahl, ist jetzt für mich als Instandhalterin vielleicht im Tagesgeschäft nicht ganz so wichtig, aber für meinen Chef auf jeden Fall und für unseren Oberchef ganz besonders, weil wir sind nämlich erfolgreich im WCM unterwegs und in dem Moment, wo wir WCM angefangen haben, haben sich die Meantime to Repair wahnsinnig positiv entwickelt, nach oben. Und die Meantime between Failures hat sich positiv nach oben entwickelt, nämlich mehr Zeit zwischen 2 Failures der Maschine. Und die Meantime to Repair ist alles ein bisschen effizienter mittlerweile. Durch die Integration in SAP haben wir gerade gesehen, ganz genau, die Verfügbarkeit der Komponenten wird angezeigt. Ja. Genau. Da. Im Fall, wenn ich jetzt ein Ersatzteil suchen muss, ja, kriege ich hier sofort meinen ATP-Check, der für diese Maschine relevanten Ersatzteile, das sind alles die Daten aus dem SAP, die da gepflegt werden in der Bill of Material für diese Maschine. In dem Fall habe ich jetzt gerade mal Glück, die Ersatzteile sind auf Lager. Im Fall, wenn die jetzt nicht auf Lager wären, weil Ersatzteile können auch ganz schön teuer sein, gerade wenn man so an Spindeln denkt, da will man jetzt nicht so viel Kapital im Lager gebunden haben, unnötig lange, würde dann direkt eine Bestellanforderung an den Ersatzteillieferanten, Komponentenlieferanten ausgelöst werden. Ich habe dann weitere Kontaktdaten zum Lieferanten hier. Und oben in der Historie habe ich auch noch die ganzen Informationen zur Maschine, wann die angeliefert wurde. Jetzt haben wir hier auch eigentlich, jetzt ist das Wi-Fi ein bisschen überlastet hier im Saal, aber eigentlich haben wir hier auch noch die GPS-Daten. Ja, wenn ich in dieser riesen Maschinenhalle unterwegs bin und nicht im ersten Moment weiß, wo ist jetzt die kaputte Maschine, dann zeigt mir das System auch an, wie ich zu der Maschine finde. Perfekt. Ja, ich denke, jetzt haben wir Ihnen mal einen Einblick gegeben, wie so dieser vertikale Durchstoß aus beiden Richtungen kommt, von der Shopfloor-Ebene in die ERP-Ebene, von der ERP-Ebene wieder zurück. Und Nadine, wenn ich dich mal wieder zurück in die Rolle unserer Chefin zitieren darf und wir würden zuletzt noch gerne die Chance nutzen, ein bisschen, Lessons Learned zu betreiben, weil wir hier ja doch schon wirklich, so einen Paradigmenwechsel erleben durften, sowohl bei Fiat Chrysler als eben auch in diesem Technologie-Stack Shopfloor ERP. So, Sicherheitsschuhe aus, die Lettos wieder an, aus Inge wird wieder Nadine. Wir haben ein paar Lessons Learned zusammengefasst. Die mögen sich vielleicht ein bisschen banal klingen, wo wir jetzt so viel über strategische Ausrichtung und Big Picture gehört haben. Aber wir müssen uns auch im Hier und Heute tatsächlich immer noch mit banal auseinandersetzen. Und wenn wir über die Benutzeroberflächen sprechen, ist Fiori super. Ja, für Vereinfachung, Einzelschritte, kleinteilige Prozessschritte, Arbeitsschritte, Mobilisierung, wie wir gerade gesehen haben. Sehr, sehr anwenderfreundlich. Nur wenn es darum geht, komplexere Prozesse übersichtlich zu gestalten, übersichtlich ist natürlich der SAP GUI jetzt vielleicht auch nicht für den Nicht-SAP-Anwender-Experten. Nichtsdestotrotz sehen wir das, ja, diese Art der Darstellung in der Realität heute noch ein Stück weit unabdingbar. Haben wir auch viel gehört, Hybrid is the way to go. Für uns war das auch auf jeden Fall von vornherein der Fall, denn in der OT, in der Operating Technology, geht es ohne On-Premise nicht. Und für uns ist auch in dem Kontext ganz, ganz wichtig, die maschinennahe Auswertung der Daten und die Verdichtung der Daten in verwertbare, weiterverwertbare Informationen, um eben nicht den Datenhighway mit unnötigen Daten zu verstopfen. Ja, in den Prozessen. Big Data ist wichtig, um zu lernen. Ja, Machine Learning im Sinne von Maschinenlernen. Lernen, wie sich Maschinen im Shopfloor verhalten.
ganz klar außer Frage. Aber im Prozess, im Arbeitsalltag geht es uns insbesondere um Smart Data versus Big Data. Menschen sind ganz wichtig. Historisch gesehen herrschen auch heute noch chinesische Mauern zwischen der OT und der IT. Als wir damals angefangen haben, unseren IFM-Kontakten OT oder IT zu erklären, Software zu erklären, war immer der erste Comment: Können wir das ohne die IT machen, sonst wird das alles so kompliziert. Das gehört zum erfolgreichen IoT-Ansatz oder Industrial IoT-Ansatz gehört auch das Zusammenarbeiten zwischen der Operating Technology und der IT. Und damit möchte ich gerne abschließen. Noch ein paar Worte von unserem Eigentümer Herrn Maufer, der auch gerne immer wieder sich selber zitiert, wenn er gebeten wird, über seine Digitalisierungsreise, die ich Ihnen heute darstellen durfte, zu berichten. Ja, insbesondere dieser Satz, große Unternehmen neigen dazu, Ideen so lange zu umarmen, bis sie tot sind, finde ich sehr prägnant. Besuchen Sie uns gerne noch in der Halle, da ist unsere Tochter GIB, da haben wir auch unseren Fluxkompensator nochmal aufgebaut und zeigen Ihnen gerne noch ein bisschen mehr. Vielen Dank.